Hier und er wird das eine gleich ihm nochmal. Genau auf dem Mittwoch, ne? Toll. Ja, also, auf Sonntag wäre das Problem noch größer, ne? Also ich sag mal, also ich denke mal, und auf den 1. Mai auch noch. Also wie lange sind die denn, also Bezirksamt Mitte ist dafür zuständig? Genau. Wie lange sind die denn erreichbar? Weil ich bin morgen, also bis um 12 Uhr bin ich auf jeden Fall. Also das will ich Ihnen nachher gleich sagen, weil der kommt jetzt, der ist unterwegs und kommt hier hin. Ah ja, super. Ne? Vielen Dank. Also, okay. Super. Ja. Super. Vielen Dank. Du bist staatlich. Ja,
ständig Akkus wechseln. Aber das macht keiner Sinn, ne? Wie viel hast du davon? Drei. Ach so. Ich bin auch schon wieder draußen, glaube ich. Achso, dann wird das natürlich nichts. Nur für die Wohnung. Also es geht wie folgt weiter. Das Haus ist für unbewohnbar erklärt worden durch den Bauprüfstatiker. Die Nebenstraße hier wird vollgesperrt. Im vorderen Bereich der Kapellenstraße, der Linienverkehr ist wieder freigegeben, aber der Gehweg wird hier auch gesperrt sein. Die Infrastruktur des Hauses ist abgeschaltet. Ja. Was passiert jetzt mit dem Haus? Kann man das schon was sagen? Das ist Einschätzung des Bauprüfstatikers nicht möglich, hier eine Aussage zu treffen. Und von mir kann ich da auch keine Aussage treffen. Ohne Kamera?